Bruder, wenn ich nach Hause komme und sehe, alle diese Teller liegen noch da, Bruder, und diese Abwaschgeschirr. Und es muss nicht wirklich dreckig sein. Aber so wirklich, ich mag es, wenn meine Wohnung jeden Tag gesaugt wird. Dass du mit barfuß rüberlaufen genau, kannst, dass ich barfuß, dass ich nachts meine Socken ausziehe auf Rahat, Bruder. Ich gehe so komplett, Bruder, wie so eine Ballerina. Ich gehe so komplett durch mein ganzes Wohnzimmer. Herzlich willkommen bei Bees Kitchen, Leute. Ich habe heute einen sehr besonderen Gast, Ferdo 47. Vielen lieben Dank. Schön, danke dass du da bist. Danke dir für die Einladung. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Schauer hat was Geiles vorbereitet. Ja. Und möchtest du den Leuten verraten, was ich vorbereitet habe? Ich werde heute eine Zunge essen. Ich bin noch ein bisschen zappelig dabei, aber auf jeden Fall. Ich vertraue den Charoma, weil ich habe einige Videos von dem angeguckt und er macht das wirklich sehr, sehr geil. Und, danke. Deswegen dachte ich mal, okay, ich überwinde mal diese Angst, jetzt diese Zunge da zu essen. Die ist wirklich mächtig, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das ist so ein Ding. So ein Ding, Alter. Also, mich freut's, dass du heute gekommen bist. Ich mache dir heute eine geile Rindzunge. Richtig schön auf Antep Diabike Style. Ja, wenn wir die gleich einmal richtig reinbeißen, dann schmecken wir ganz gut, Bruder. Ja? Geil, Bruder. Ich würde sagen, wir fangen mal an und während wir kochen, unterhalten wir uns ein bisschen. Ja? Gerne, Bruder. Ich habe die Zunge schon 3-4 Stunden gut gekocht. Ich werde jetzt nur ein bisschen die Tomaten blanchieren. Wir brauchen hier erstmal heißes Wasser. Oder was ist das für eine Technologie, Habibi, Digga? Das ist der Cooker. Der kommt gleich direkt heißes Wasser raus. Sachen raus, Alter. Die sind nicht normal. Der hat sogar ein Porsche-Messer da links liegen. So, Mashallah. Guck direkt heiß. Oh mein Gott, das ist heißer als mein Wasserkocher. So, Mashallah. Wir nehmen jetzt einmal hier heißes Wasser. So, Bismillah, Bruder. Boah, Bruder, die sind scharf. Was hast du gegessen? Du? Die Turschu? Ja, Bruder. Boah, ich wusste doch nicht, dass die scharf sind, Bruder. Warum sagst du das? Bruder, ey, ganz kurz. Die sind scharf. Ganz kurz, Bruder. Die sind scharf, aber du bist schärfer, Bruder. So. Du küsst dein Herz, Bruder. Habibi. Guck mal. Wir blanchieren ein bisschen die Tomaten. Warum habe ich heute Ferdo eingeladen? Ferdo habe ich heute eingeladen. Ist für mich eine sehr interessante Person. Und was mich da am meisten so dran fasziniert, du bist sehr jung, erfolgreich. Ja. Mich interessiert, ja, und ich denke mal, die Leute da draußen auch, wie geht ein junger Mensch mit so einem Ruhm um? Das würde ich gerne so von dir erfahren, wie das ist mit Mashallah, Alhamdulillah, viel Para und so, ja, und wie ich dich verfolge und wie ich dich auch kennengelernt habe. Du bist sehr bodenständig. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Das gefällt mir sehr gut, deswegen bist du heute mein Gast. Und erzähl mal, Bruder. Kurz davor, bevor ich was erzähle, auf jeden Fall, ich habe den Charo nicht geschäftlich oder sonst wie kennengelernt. Wir saßen wirklich zufällig beim Friseur. Wir haben uns beide die Haare geschnitten. Und unser Friseur, der Serda, schöne Grüße ging raus. Immer so hin und her Sachen gebabbelt. Und dann haben wir nach links geguckt und dann haben wir uns zusammen geredet und. Dann kamen wir auf die Idee, okay, wir machen mal eine kleine Kochshow. Aber auf jeden Fall, wie ich mit das Ganze umgehe, es ist teilweise schön, aber es hat auch natürlich Nachteile. Ja. Also du bist viel unterwegs, man hat wenig Schlaf, man ist nur unter Stress. Man muss aufpassen, mit wem man abhängt, mit wem, wer die richtigen Freunde sind und. Ich habe keine 1000 Freunde oder 100.000 Freunde, weißt du, was ich meine? Oder? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Eine Handvoll Freunde, die kann ich alle aufzählen mit einer Hand und das reicht mir. So, und mehr braucht man nicht. Und ja, Bruder, es gibt natürlich Seiten, wenn man jetzt Ruhm hat, wenn man das Fame hat, wenn man dies hat und dies hat. Yeah. Es gibt Leute, die bleiben nicht mehr auf dem Boden, aber ey, ich sag's so, Bruder, Gott ist groß, sobald Gott will, kann auch alles wieder weg sein. Deswegen seid immer auf dem Boden, seid immer ganz normal. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall. Deinen Weg gefunden zu haben. Meinen Weg gefunden zu haben und ich bin auch sehr stolz drauf. Bis jetzt, Alhamdulillah, alles gut. Habibi, ich werde jetzt hier die Zunge einmal kurz nur einmal die grobe Schale abbellen. Okay. Ja. Ja? Während ich das mache, werde ich dir mal erzählen, wie es bei mir war. Erzähl. Ich war auch sehr erfolgreich, auch Alhamdulillah viel Para gehabt. Und das wusste ich nicht. Nein. Ich wusste das nicht. Nein. Wie gesagt, ich war auch wirklich erfolgreich. Jetzt nicht ganz halal alles gewesen, ja, meine Welt. Und auch viel Geld gehabt, viele Freunde in Anführungsstriche. Diese Freunde haben mich wirklich immer in Scheiße geritten. Boah, das sieht schon geil aus. Saftig aus, ja. Meinst du, eine menschliche Zunge ist genauso groß? Nein, jetzt so, also, nicht so gut, aber die geht doch bestimmt. Ja, die geht auch immer weiter. Die geht aber auf jeden Fall weiter, Bruder. Das ist ja nicht nur das, ihr weißt, was ich meine, Bruder. Das ist ja nicht nur diese Zunge, glaube ich. Guck dir mal den Lappen an. Boah, Leute, ich bekomme gerade richtig Bauchkribbeln, Alter, wenn ich daran denke, dass ich jetzt dieses Ding da essen muss. Aber du wirst dir gleich die Finger lecken.
Fedo. Ja. Bruder. Erstmal eine Frage vorweg bei jedem Bees Kitchen, ja? Was ist dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht? Ich sag mal so, Bro, also so ein festes Lieblingsgericht habe ich jetzt nicht. Also es ist jetzt kein, wo ich sage, das ist jetzt mein absolutes Motherfucker-Lieblingsgericht. Also ich esse wirklich unterschiedlich. Manchmal es gibt Situationen, wo ich esse Burger. Dieser Burger schmeckt tausendmal kranker als was weiß ich. Aber so hauptsächlich, was mir so sehr gut gefällt, sind Nudelgerichte, Pasta, Arrabbiata und so diese Filme, Bruder. Weißt du, was ich meine, Bruder? Siciliano, Casavito, hä? Ich weiß nicht mehr weiter, er hat wieder irgendwelche Wörter rausgehauen. Ich weiß nur Arrabbiata. Okay. Arrabbiata ist Bombe. Sehr gut. Ich liebe auch die italienische Küche. Ehrlich jetzt. Ich liebe auch die italienische Küche. Ich habe auch meine Flitterwochen damals mit meiner Frau auf Sizilien verbracht. Schön. Um richtig schön Pasta zu essen, richtig geilen Fisch und Meeresfrüchte. War mega geil. Ich liebe die sizilianische Küche. Wird immer eins meiner Favorites sein. Ja. Aber wie ich jetzt gerade bei dir raus, du hast kein festes Gericht, wo du sagst, ey, dafür könnte ich töten, ja? Nein. Kein festes Gericht. Okay. Jetzt lebst du mittlerweile alleine? Ja. Ja? Wie sieht's so aus? Hast du eine Küche? Kochst du? Ja, Bro. Also ja, ich lebe jetzt auf jeden Fall alleine. Ich habe mich ein wenig distanziert von dem Ganzen, damit ich mich wesentlich nur auf meine Musik konzentriere, auf meine Arbeit und dann gehe ich auch wieder runter zur Familie. Schön. So, ich bin wirklich in eine Stadt gezogen, wo ich mit niemandem, wo ich viel auf Distanz bin, sage ich mal, und mich nur auf meine wesentliche Arbeit konzentriere. Aber ich merke, dass wenn ich alleine bin, viel Verantwortung tragen muss. Genau. Dass ich auf jeden Fall viel Verantwortung tragen muss. Und ich sag dir ehrlich, Bro, so, ich merke auf jeden Fall, da fehlt eine Frau in meiner Küche und in meinem Wohnzimmer. Überall. Okay. So, ich habe dieses Problem, ich kann nicht bügeln. Du kannst nicht bügeln? Ich kann nicht bügeln, Bro, und ich kann nicht kochen. Ich habe jetzt erst so seit einer Woche, so zwei Wochen habe ich angefangen so mit Nudelgericht. Ich habe gestern Pasta gemacht, ich schwöre bei Gott. Ich habe gestern Pasta gemacht, Leute, und ich schwöre auf alles, die haben Bombe geschmeckt. Geil. Direkt beim ersten Mal geklappt? Ja, beim ersten Mal geklappt. Cool. So, ich habe ein bisschen Hilfe noch nebenbei bekommen, so ein bisschen FaceTime, weißt du, was ich meine? Ja, geil. So, aber es macht auf jeden Fall Spaß und ich glaube, ich könnte auf jeden Fall angewöhnen, mal selber zu kochen. Weil es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du dein Essen selber machst und es vor deinen Tisch hast, weißt du, was ich meine? Und du isst es und es schmeckt auch anders. Es schmeckt dann auf jeden Fall, du denkst dir, du hast das gemacht, du klopfst dir auf die Schulter und denkst dir, Bombe. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ein geiles Gefühl, was zu meistern, was man eigentlich immer so als Unermögliche gesehen hat, ja. So nicht machbar. Man hat immer von zu Hause, Mama kocht oder Schwester kocht, ja. Und du denkst, boah, wann werde ich mein Mental herstellen? Ach nie, ich gehe immer zum Ali an der Dönerbude oder zum Giorgio an der Pizzeria. Ich finde es geil, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Und ich sage es auch dir und immer wieder den Leuten, ja, nicht immer direkt verzweifeln, auch wenn das nicht direkt beim ersten Mal klappt. Auf gar keinen Fall, Leute. Und glaubt mir, wenn ihr einmal selber kocht, sucht euch ein Gericht aus im Internet, guckt mal rum oder sonst wie. Der Charo kann euch auch geile Tipps geben. Gerne. Auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, meldet euch bei ihm. Ich werde euch versprechen, es schmeckt geiler, als wenn ihr in irgendeinem Restaurant war. Aber wenn ihr es natürlich mit Liebe macht, jetzt nicht einfach so Nudeln hier reinklatschen und was weiß ich, auf Schnelle, so wirklich macht's vernünftig, macht's mit Geschmack. Was ich immer sage, so Hashtag Kochen ist das neue Feiern. Ja, ich versuche immer so positive Vibes zu verbreiten. Ja, und am besten, ich kann jetzt nicht rappen wie du, du machst ja auch viel positive Vibes, aber ich kann kochen und versuche den Leuten sowas zu vermitteln. Jeder macht das, was er am besten kann. Genau, und das sollte man auch, ja. Ja, das sollte man auch. Weil ich denke, jeder Mensch von uns hat ein Talent in sich stecken. Absolut. Nur der eine findet das später heraus und der andere findet das früher heraus. Absolut. Ist alles eine Nasibsache, so. Was meinst du, was der alles weggeleckt hat hier, Bruder? Digga, genau das habe ich mir auch gedacht. Wo überall seine Zunge war. Ich bekomme schon Wasser im Mund. Ich weiß nicht wieso, aber das sieht geil aus. Sieht wirklich saftig aus. Meinst du, Zunge ist gesund? Ja, also überhaupt Pansen an sich, ne? Die ganzen Innereien sind gesund. Früher, die alten Leute, die haben den Krieg damit überlebt. Mit Zungen? Ja. Also was heißt mit Zungen? Früher wurde der ganze Tee ja verwertet. Und in unseren Ländern wird ja immer noch der ganze Tee verwertet. Ja. Und Maschallah, guck dir mal an, die Leute ziehen sich die Innereien rein, ja? Gehen erstmal den ganzen Tag Felder pflügen,
Ja, ohne Maschinen, wirklich mit der Hand. Du weißt, wie das ist. Ja, ja. Die kommen nach Hause, dann ist so eine geile Kellepascha zu Hause. Ja. Frau hat geile Suppe gemacht, mit ihnen rein. Der Bruder oder der Opa zieht sich die rein und am nächsten Morgen geht er wieder die Felder fliegen. Ja? Hier, wir leben in Europa, wir sind alle zu verwöhnt. Ja, wir essen lieber Schokobrötchen, Croissant, lieber Butter. Butterkekse essen wir lieber. So diese Sachen. Ja, ja. So, nur weil ich die Tüte gehalten habe, haben wir das Essen gemeinsam jetzt gemacht. Nein, Bruder. Bruder, hier bei Beast Kitchen wird gekocht. Und ich koche für euch. Jawohl. Und ich koche das heute hier für dich. Und inshallah, ladest du mich mal ein, dann kochst du mal für mich. Inshallah, Bruder, sehr, sehr herzlich gerne eingeladen. Wir gehen L'Osteria was essen. Oh. Ich bereite jetzt nur einmal den Salat kurz vor. Mach dir keinen Stress. Ich werde die Zunge gleich anbraten. Ja. Nur für die Leute, ja? Ach so, ja. Ich werde die Zunge gleich anbraten. So ein geiles Stück Butter. Dann würzen wir das Ganze. Ich mache jetzt den Salat fertig. Da haben wir ein geiles französisches Baguette heute. Und dann Castelvito. Ich bin sehr gespannt, Bruder. Und ich habe wirklich, ich habe extra den ganzen Tag nichts gegessen, geil, damit ich das runterkriege. Geil, geil, geil. Wirklich, geil, ich habe extra geil, nichts geil gegessen, weil ich bin wirklich, ich bin auch hungrig. Sowas liebe ich zu hören. Wallah, sowas liebe ich zu hören, Bruder. Ja, Bruder, ich sag's nochmal, wenn du willst. Ich bin hungrig. So, guck mal jetzt. Hier machen wir auch die Haut ab. Damit das gleich alles schön so auf den Gaumen zergeht, Bruder. Damit jede einzelne Geschmacksknospe aktiviert wird. Riechst du diese Tomate? Riechst du das oder nicht? Bruder, ich riech sogar diese Kerne da, Bruder. Wallah, Spaß beiseite jetzt. Nein, Bruder, du bist auch genau so, Bruder. Natürlich riechst du sie, Bruder. Aber von hier, wenn ich so mache, ja, so riecht sie auf jeden Fall. So riecht man das. Geile Pomodoro, hä? Schau. Habibi. Wo bekommt man eigentlich solche Zungen her, Digga? Hey, so eine Zunge kriegst du auf jeden Fall jetzt nicht beim Supermarkt oder so. Ja, ja, deswegen, ja, bist du neben deinem Nachbargarten reingerannt, einmal kurz umgehauen und dann laufen die Zunge da rausgeschnitten. Ich war meistens zum Metzger meines Vertrauens. An jeder Ecke gibt es so einen türkischen oder arabischen Supermarkt oder Metzger. Und dann sagst du dem Bruder, wenn du nächstes Mal schlachtest, die Zunge bitte, hätte ich gerne, würde ich gerne haben. Dann sagt er dir, meistens wird Dienstag zum Donnerstag geschlachtet. Dann sagt er dir, komm am Dienstag vorbei. Und dann liegt die Zunge immer bereit. Also so mache ich das ganz immer. Ganz einfach. Ja. Ganz einfach. Gab's doch so an. Was für Zungen, welche Art kann man so essen alles? So Zungen von welcher Art? Habe ich, wenn das Tier jetzt klein ist vom Lamm und so, natürlich kannst du die Zunge auch essen. Ja. Die wird aber meistens in so eine Suppe verarbeitet. Ja, genau. Vom Schaf ist jetzt auch nicht gerade die größte, aber so eine Rindzunge. Libanesische Küche, kurdische Küche, türkische Küche, Entschuldigung. Alles, also so aus Mittelmeerraum, hauen sich gerne so eine Rindzunge rein, ja? Und das ist nicht verkehrt. Ich meine sogar in Bayern auch, ja? Also ich weiß, aber ich habe mitbekommen, die Bayern, die hauen sich auch gerne die Innereien rein, ja? Sieht ja nicht süß aus in dieser Art, Digga. Na, Walla, Bombe, Digga. Wäre ich eine Frau, ich hätte dich schon direkt angemacht. Ayua, ayua. Boah, aber jetzt mal ehrlich, Allah, wie läuft's eigentlich so? Du bist verheiratet, gell? Ich bin verheiratet, hab eine wundervolle Frau und zwei Kinder und Alhamdulillah, alles gut. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Natürlich, Bruder. Ja, ich habe auch schon viel. Ist auch Schluss, Alter. Irgendwann mal ist Schluss. Viel Scheiße gemacht, viel Scheiße. Also oft oben gewesen, oft unten gewesen. Und irgendwann mal kommst du an einen Punkt so im Leben, da sagst du, ey, ich scheiß mal auf alles. Wichtigste ist nur die Gesundheit der Familie. Alhamdulillah, und alles ist gut. So sieht's aus. Alles vergänglich, aber Familie. Genau. Vergiss es nicht. Ich habe hier ein bisschen Petersilie. Ich denke mal, diesen Salat kennst du auch. Auf jeden Fall, Bruder. Wenn du willst, ich esse den sogar jetzt. Mach nicht rein, ich esse jetzt. So, es kommt hier Petersilie drüber, Bruder. Boah, Digga, sieht mega aus, ja. Ehrlich, Alter, sieht wirklich schon mies aus. Jetzt haben wir hier die roten Zwiebeln. Diese roten haben mehr Geschmack, gell? Nein, der Unterschied zwischen rot und weiße Zwiebeln, die roten sind etwas süßer. Ja. Die weißen sind extrem scharf. Aber Bruder, das geht bei den Weißen, das geht richtig auf die Nase, Bruder. Genau. Weißt du, was ich meine? Du isst eine halbe Zwiebel, Alter, du isst noch eine und dann du merkst, Alter, du kannst nicht mal atmen. Genau. Das ist ekelhaft. Und das hast du bei den Roten jetzt nicht. Und dann gibt's noch mal die Schalotten. Die sind noch süßer. Schalotten. So sagt ihr jetzt nicht die Schalotten, ne? Nein, Bruder, auf Kurdisch heißt das Pivas. Ja? Ehrlich jetzt? Ich hatte vor kurzem einen Marc Gebauer hier bei mir. Und er hat auch einen schönen Satz gesagt. Kochen verbindet. Ja. Ja, und das sage ich auch immer wieder gerne, so Kochen, das gemeinsame Essen, das verbindet alles. Und das ist eine coole Sache und das ist das, was ich euch so nahelegen will. Versucht das mal, es gibt auch andere tolle Glücksgefühle. Muss nicht immer Disco sein oder Party, Party, saufen, saufen, ja. Koch dir was Geiles, mach Netflix an und chill. Das ist das, was ich so immer sage. Jetzt mal ehrlich, aber ich glaube so wirklich, die Gesellschaft von heute, die haben selber keine Ahnung von Kochen mehr.
Ja, das ist verloren gegangen. Wirklich. So, ich merke das ja selber, ich bin ja noch jung, ich bin ja noch wirklich in dieser Gesellschaft gerade so wirklich mittendrin verwickelt. Und ich merke selber, dass wirklich viele Frauen auch so einfach nicht können, nicht kochen Frauen. Können. Eigentlich heißt das ja der Koch. Eigentlich müssen wir Männer ja kochen. Ich weiß nicht, im Kurdischen, wenn du Koch sagst, ist das ein männlicher oder ein weiblicher Begriff? Boah, Bruder, du stellst mir eine Frage, ich weiß nicht mal, was also, Koch auf übersetzt. Ganz kurz, im Arabischen heißt das ja auch Tabakh, ja, ist auch wieder ein männlicher Begriff. Ja? Jetzt nicht nur Frauen, auch Männer können heutzutage sehr wenig kochen. Die meisten können nicht mal ein Ei schlagen, Bruder. Ja, Bro, ich kann. Ich glaube, ich rede nicht von dir, Bruder, du hast ja gestern noch Pasta gemacht. So, Habibi. So, die Pfanne ist, sehr heiß. Schön warm. So, jetzt schneiden wir hier ein bisschen Butter rein. So, machen wir hier dieses gute Stück rein. Halt mal die Pfanne fest. Jawohl. Heb mal an, bitte. So, danke. Genau, lass das ein bisschen so zergehen, Bruder. Jetzt nehmen wir wieder hier die Zunge. Und jetzt schneide ich dir die in so schöne Filetstücke. Ich habe die auch nicht ganz durchgekocht. Ja, die ist noch immer noch so leicht rosa. Wir braten jetzt gleich in dem Fett richtig schön an, ja? Leute, ich sag euch ehrlich, das sieht sehr interessant aus, wie er das macht. Und du musst mir auf jeden Fall so ein, zwei Gerichte schicken, Bro, damit ich das auch so zu Hause mache. Ja, Bruder, gerne. Weil es macht wirklich Spaß. Also für dich komme ich auch gerne vorbei. Und für die Leute, sehr, sehr gerne, die sehr, sehr gerne. Direkt einen Draht zu mir haben, checkt meine Instagram-App. Ja, ich poste da oft immer Sachen zum Thema Kochen. Mich freut es immer, wenn ihr zu Hause die ganzen Sachen nachkocht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt die Stierhoden oder so eine Schafzunge zu Hause nachkocht. Es gibt aber auch andere tolle Gerichte. Wenn ihr das Ganze nachkocht und dann mit dem Hashtag Kochen ist das neue Feiern verbindet. Machen wir hier ein bisschen edelsüß rein. So, Bruder. Jetzt legen wir hier die Lappen rein. Machen wir ruhig ein bisschen heißer. Die Pfanne. Leute, das sieht schon mega aus. So, man denkt nicht mehr an die Zunge. Man denkt, das ist einfach wirklich Steak. Man denkt, das ist Filet. Nutzt du das, ne? Ja, wirklich. Das sieht aus wie Filet. Ich gebe dir jetzt hier die Aufgabe, Bruder, einfach nur ein bisschen schwenken und wenden, ja? Okay, kein Problem. Bruder. Das sollte ich, denke ich, mal hinkriegen. Ja, auf jeden Fall. Boah, das sieht mega aus, Bro. Ich sag dir ehrlich. So, ich weiß, du bist letzter Zeit fleißig am Arbeiten. Ja. Erzähl mal, was machst du, was treibst du? Außer zu Hause Pasta kochen und ausprobieren. Ja, Bro, was sollen wir machen, Bro? Ich bin am Arbeiten auch. Ich bin auch wirklich viel im Studio gewesen jetzt in der letzten Zeit. Ich habe an meinem zweiten Album hart gearbeitet. Okay. Und erzähl weiter. Ich habe an meinem zweiten Album gearbeitet, wirklich hart. Ich merke auch, dass sich komplett wirklich eine Steigerung gebildet hat im zweiten Album. Ja. Und ich bin auch wirklich, ich klopfe mir da auch ein wenig auf die Schulter. Weil ich denke, dass wir, ist auch ein geiler Stil, ist komplett was anderes wirklich als im ersten Album, und ich denke mal, Abwechslung schadet nie etwas. So ein bisschen Abwechslung ist immer geil. Also es heißt nicht, nur weil man ein bisschen Abwechslung hineinpackt, dass man komplett die Schiene geändert hat. Weißt du, was ich meine? Leute denken jedes Mal, jetzt kocht er so und so, aber das heißt nicht, dass du nicht mehr kochen kannst. Nee, weißt du, was ich meine? Nur weil du jetzt eine andere Taktik benutzt, heißt nicht, dass du anders kochst. Du probierst gerne was Neues aus. Ich probiere gerne was Neues aus. Und ich denke mal, das ist auch richtig. Man sollte wissen bzw. herausfinden, was deine Stimme auf jeden Fall drauf hast. Und was man alles im Studio machen kann. Weil wir sind ja wirklich auch noch jung dabei. Wir sind gerade seit einem Jahr dabei und das ist keine lange Zeit. Und, du hast auch extrem was geleistet jetzt in dem einen Jahr, ne? Ja, ja. Follower auf Instagram? 1 Million, Bro. Das ist schon krass. Das ist krass, Bruder. Sehr gut. Was war dein größter Erfolg mit deiner Musik? Mit meiner Musik? Ja, mein größter Erfolg war Ja, Ja. Ja, ja. Die erste Single. Genau. Die erste Single, die ich rausgehauen habe, war Ja, Ja. Super. Und die ist auch wirklich durch die Decke gegangen, auch einer meiner Favoriten. Freude, das Videodreh war auch chaotisch, das witzig. Ist geil. Das wie war die Freude in der Gesicht gerade. Ja, boah, das war eine Story, wenn ich wieder daran denke. Ja. Wir sind nach Odessa geflogen, Bro. Ich sag mal so, wir sind nach Odessa geflogen, haben Ja-Ja gedreht. Ja. Wir haben nichts von Odessa wirklich gezeigt. Wir haben da eine Villa gemietet und wir waren in der Villa. Ja, das war auch so, wir könnten auch eigentlich eine Villa in Deutschland mieten. Und hätten das in Deutschland gedreht. Von Odessa sind wir dann weiter nach Türkei geflogen. Von Türkei haben wir da Taxi und ein bisschen gedreht. Hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Und wenn alte Erinnerungen wieder hochkommen,
Ist geil. Komm wieder Gefühl. Mich freut das wirklich. Dass du deinen Weg gefunden hast und vor allem, dass du auch Erfolg damit hast. Und das wünsche ich jedem, ja? Jeden Einzelnen, der was macht, was treibt. Haltet aber an eure Ziele fest, ja, und das wird dann was. Das ist das Rote. Das? Ja, genau, das. Und dann Salz ein bisschen. Ich hole dir alles mal. Ja, ich rüber Salz. Und was ist das hier? Das ist Pfeffer, gell? Das ist Oregano, das kommt gleich nochmal, Bruder. Okay. Das brauchen wir gleich für die Zunge nochmal. Leute, ich habe hier Summa, das ist ein Essiggewürz. Ja, da tun wir einfach hier drüber. Wolltest du einmal diesen groben Salz hier wie Nussret so drüber machen? Natürlich, Bro, ich mach. Bitte, ne? Ich mach. Genau, zeig mal, wo Nussret, wo der Frosch die Locken hat bei Nussret. Oder genau. Aioa, da ist Nussret, Bruder. Genau das, Bruder. Ja, mach. Mach dir keinen Stress, Bruder. Ich hab bei Nussret gelernt, Bruder. Oh, Salih, guck dir mal diese Krähe mal an. Ich hab hier den Salat ein bisschen gewürzt. Jetzt kommt noch hier Zitrone drüber. Ja. Ich hab das nicht vor euch, aber ich hab das vor mir und das sieht wirklich Bombe aus, ja. Guckt euch das mal an, Leute, Alter, das sieht krank aus. Guckt euch das mal an, sieht das aus wie eine Zunge, Leute, das sieht aus wie Filet. Wenn das auf eurem Teller liegen würde, ihr würdet das essen und ihr würdet sagen, das schmeckt Bombe. Schau mal, ich hab hier ein französisches Baguette geholt, Bruder. Boah, das riecht geil, Bro. Danke, Bruder. Das riecht mega, was ist das? Das ist Summa. Das ist Summa mit ein bisschen getrocknete Minze. Boah, das riecht krank. Ich bekomme die ganze Zeit Wasser in meinem Mund. Ja. Mein Mund läuft die ganze Zeit. So, den können wir jetzt komplett ausmachen. Jawoll. Jawoll. Lecker, 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 lecker. Zoom mal bitte ran, zoom mal bitte ran, wie krank das aussieht, ja. Bitte guck dir mal das an. Boah, shit. Das sieht schon geil aus jetzt. Krank, krank, krank. Ehrlich, Walla. Sieht wirklich sehr, sehr lecker aus, ja. Eine Sache, Bruder. Ja. Die hast du mir erzählt, die hat mich wirklich fasziniert. Wo du gesagt hast, du findest keine Ruhe, wenn deine Wohnung nicht picobello ist. Ja, boah. Ganz kurz, ja. Das war wirklich bei mir auch so. Genau. Das fuckt ab, das fuckt das Grauens ab. Genau. Ich kann nicht, Bruder, wenn ich nach Hause komme und sehe, alle diese Teller liegen noch da, Bruder, und diese Abwaschgeschirr. Und es muss nicht wirklich dreckig sein. Aber so wirklich, ich mag es, wenn meine Wohnung jeden Tag gesaugt wird. So, weißt du, was ich meine? Dass du mit Barfuß rüberlaufen genau, kannst, dass ich barfuß, dass ich nachts meine Socken ausziehe auf Rahat, Bruder. Ich gehe so komplett, Bruder, wie so eine Ballerina. Ich gehe so komplett durch mein ganzes Wohnzimmer. Das ist, Bruder. Geil. Geil. Das macht auch aber einen Menschen aus. Das ist deine Visitenkarte. Genau. Man sagt ja so, zeig mir, wie sagt man, zeig mir deine Badezimmer oder deine Toilette und ich sag dir, wer du bist. Ja, genau so. Ich habe jetzt tierischen Hunger. Boah, ich auch. Habibi? Auf jeden Fall, lass mal reinhauen, Bro. Es gibt hier Einspruch bei Beast Kitchen. Mhm. Bismillah und rein damit. Bismillah. Habibi, Bismillah. Jalla. Gib ihm, Bro. Guten Hunger. Ich danke dir ebenso, Bruder. Ah ja, auch rein. Krümmel, mich krümmel, ich mach gleich sowieso sauber. Boah, ich will wirken. Da hält Zeit drauf. Bleib mir Zeit drauf, Habibi, du bist bei Beast Kitchen. Egal, Bruder. Boah. Ja, sag mal, Diabirke oder Antep-Style, ne? Das ist krank. Ich sag euch ehrlich, Leute. Das Warten hat sich gelohnt. Ich hab den ganzen Tag nichts gegessen. Aber muss eigentlich. Damit ich das hier esse. Und ich muss sagen, das schmeckt schon heftig, Alter. Das Ding ist, ich will gerade nicht mal reden, weil ich nur diese Dinge hier esse. Das schmeckt wirklich absolut. Das hier habe ich noch ein paar scharfe Peperoni. Die gehören immer ein bisschen dazu. Mit Brot, ja. Da bringe ich mal ein gewisses Etwas da rein. Ja, nochmal das Sahnehäubchen. Abonniert den Charo 45. Sehr, sehr gerne kochen. Und ich sage euch, Leute, das ist keine Show hier gerade, was ich hier mache oder sonst was. Wisst ihr, was ich meine? So, das schmeckt wirklich krank. Ehrenmann. So, und ich war wirklich viel essen überall. Und ich muss wirklich Props geben, Bro. Ich denke, sehr, Bruder. Sehr krank, Bruder. Ich hoffe, ich habe dir deine Heimat. Kurdistan jetzt nach Hause gebracht oder schön in deinen Gaumen rein, Bruder. Hm? Du, Bruder, du hast einmal ganze Sippschaft aufs Dorf nach Deutschland geholt und von Deutschland wieder einmal zurückgeschickt, Bruder. Salam an deine Sippschaft, Bruder. Grüß dein Herz. Habibi. Leute, kommentiert, abonniert. Beast Kitchen. Schönen Abend noch. Bis dann. Ciao.